Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr einen Custom Character in Roblox Studio mit beliebig vielen Beinen, Armen, wie auch immer ihr ihn machen wollt, machen könnt. Es muss kein R15 Rig sein, es muss kein R6 Rig sein, ihr könnt den Rig so machen, wie ihr wollt. Genau darum geht's heute und das Video mache ich nur, weil ich vor etwa einem Jahr ein Video gemacht habe, wie man einen Custom Character in Roblox erstellt. Aber da habe ich nur gezeigt, wie man einen Custom Character so erstellt, wie halt auch ein normaler Roblox Character aufgebaut ist. Und ich habe gesagt, wenn wir 300 Likes erreichen, dann zeige ich euch auch, wie man einen Custom Character mit beliebigen Limbs macht, den man dann auch mit einer eigenen Animation erstellt, eine eigene Laufanimation, eine eigene Sprunganimation und der ganze Spaß. Und das ist der Character, den wir heute machen werden. Ihr könnt ihn natürlich aussehen lassen, wie ihr wollt. Darum geht's in dem Tutorial und ich würde sagen, los geht's direkt in Blender. So, wir fangen natürlich im Blender an und das erste, was wir machen, ist, wir löschen die Kamera, wir löschen das Licht, wir löschen den Cube. Dann drücken wir Shift A, gehen auf Mesh und fügen einen neuen Cube hinzu. Weil der Charakter symmetrisch sein sollte, also wir haben Rechtsbeine, Linksbeine, Rechtsarme, Linksarme und so, werden wir den Mirror Modifier anwenden. Falls ihr das noch nicht habt, geht ihr oben links auf Edit, dann auf Preferences, dann auf Add-ons und sucht nach Mirror und dann kommt hier Mesh Auto Mirror, macht da das Häkchen rein und dann habt ihr Mesh Auto Mirror. Dann drückt ihr die Taste N, damit sich das Menü hier rechts aufploppt. Und unter Edit hier findet ihr Auto Mirror, könnt ihr aufklappen. Guckt dann einmal die Achse, es ist hier auf der X-Achse möchte ich es gespiegelt haben. Also wählen wir X aus, klicken auf Auto Mirror und dann ist das Ding gemirrored. Wenn wir Tab drücken, sind wir im Edit Mode und ihr seht, hier geht jetzt diese Linie durch. Und jede Änderung, die ich auf der rechten Seite mache, wird auch auf der linken übernommen. Das ist ganz praktisch. Jetzt könnt ihr hier, keine Ahnung, mit den Tools, die ihr kennt, E zum Extruden, S zum Scalen, I zum Inserten, nochmal E zum Extruden, R zum Rotieren, dann könnt ihr Y drücken für die Y-Achse, X für die X-Achse, Z für die Z-Achse, ihr wisst Bescheid. Einfach machen, was ihr wollt. Ich habe jetzt keinen Bock, den Charakter nochmal neu zu machen, dementsprechend rufe ich einfach die Blender-Datei auf, die ich beim letzten Mal schon gemacht habe. Und zeige euch hier, was ich gemacht habe. Das sieht bei mir so aus. Sieht jetzt ziemlich kompliziert aus, aber wie ich dieses Ding hier erreicht habe, ist ziemlich simpel. Wenn wir nämlich hier rechts auf dieses Tool-Dings gehen, dann seht ihr, wir haben hier nicht nur Mirror. Wenn ich Mirror ausmache, indem ich hier auf dieses Symbol klicke, dann seht ihr, wir haben hier nur die Hälfte. Ich mache Mirror wieder an, blub. Sondern hier ist auch ein Subdivision Modifier drauf. Den kann ich auch einmal ausschalten und ihr seht, so sieht die eigentliche Geometrie aus, die ich gebastelt habe. Und am Ende habe ich einfach Steuerung und 2, glaube ich, gedrückt. Wenn es euch noch nicht genug ist, ich mache hier einmal wieder an, damit man sieht, wenn ich Steuerung 3 drücke, wird es noch smoother, Steuerung 4 wird noch smoother, 5 wird noch smoother, dann wird es halt irgendwann sehr abgerundet. Steuerung 1 ist immer noch sehr kantig, Steuerung 2 schon weniger, deswegen habe ich Stufe 2 genommen. Beim Modeln dieses Models solltet ihr auch darauf achten, dafür mache ich das Ding hier nochmal aus, dass ihr, wenn ihr neue Gliedmaßen macht, die Gliedmaßen auch trennt von dem Körper. Das heißt, wenn ich hier L drücke, seht ihr, ist hier nur dieser Teil von dem Arm ausgewählt. Nur das hier. Und das habe ich gemacht, indem ich, wenn ich mit einem neuen Glied anfangen wollte, sagen wir mal, hier soll ein Arm rauskommen, dann habe ich Shift und D gedrückt. Dann habe ich hier das Ding, drücke Rechtsklick, damit es an derselben Stelle ist. Und dann haben wir hier eine Kopie von dieser Oberfläche an genau derselben Stelle. Und dann kann ich nochmal E zum Extruden drücken, S zum Scalen, E zum Extruden, nochmal E zum Extruden, S zum Scalen. Und dann haben wir hier jetzt dieses Dingchen drauf. Und wenn ich hier rüber habe und L drücke, seht ihr, das ist ein eigener Gegenstand, den ich auch einfach wegschieben kann. Das ist ganz nützlich, weil wir in Roblox später auch einzelne Körperteile animieren und das Ding hier nicht verformen wollen. Wenn wir es verformen wollen würden, geht das inzwischen auch, aber das zeige ich nicht in diesem Tutorial. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu Blender haben, dann schaut euch gerne mein Pad erstellen im Blender-Tutorial an oder halt auch den ersten Part, zu dem das hier halt eine Fortsetzung ist, wo ich halt noch ein paar Sachen erklärt habe. Wir machen jetzt erstmal weiter und gehen davon aus, dass ihr das Ding fertig habt. Ich drücke nochmal Tab, um aus dem Edit-Mode rauszukommen. Klick hierauf, damit ich wieder sehe, wie das Ding aussieht. Und was ich hier jetzt mache, ist einmal einen Rechtsklick auf das Ding, wähle aus Shade Smooth und dann wird das nochmal ein bisschen smoother geshadet. Wenn ihr das nicht wollt, dann wollt ihr das nicht und dann macht ihr Rechtsklick und Shade Flat. Dann könnt ihr einfach gucken, was euch mehr gefällt. Das ist dann einfach nur das Shading, damit ihr nicht so viel Geometrie braucht. Und wir müssen die Geometrie auf jeden Fall reduzieren. Also klicken wir hier bei dem Subdivision Modifier auf den Pfeil unten auf Apply, damit das erstmal angewandt wird. Gehen oben auf Add Modifier und fügen dann einfach mal einen Decimate Modifier hinzu. Der sorgt dafür, dass die Geometrie dezimiert wird. Es wird halt weniger Geometrie. Wenn ich es runterschiebe, seht ihr, ist nur noch das hier übrig. Aber wenn man es nicht zu sehr übertreibt, dann sieht man halt keinen Unterschied, aber es sind halt trotzdem weniger Faces als das, was wir hier jetzt sehen. Was wichtig ist, weil man kann in Roblox halt einfach nicht zu viele Triangles reinladen. Und man muss das halt reduzieren. Manchmal bringt es euch auch an, Subdivide zu wählen. Und dann sagen wir so ein oder zwei Iterations. Dann kann das auch funktionieren, dass die Topologie halbwegs okay ist. Aber ich glaube, bei drei Faces wäre es erst okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsst ihr halt gucken. Ich mache auf jeden Fall Collapse und das hier. Und Triangulate will ich auch aus, weil Dreiecke sind immer ganz praktisch.
Wir gehen dann einmal hier wieder auf den Pfeil nach unten, auf Apply und haben dann dieses Mesh. Wenn ich wissen will, wie viele Faces, Triangles und Words ich hier drin habe, dann gehe ich oben auf diesen Pfeil und wähle dann Statistics aus und dann erscheinen hier oben links in der Ecke so Statistiken und dann sehen wir haben 20.000 Vertices, 60.000 Edges, 41.000 Faces, 41.000 Triangles, was für einen Charakter zu viel wäre. Aber wir haben ja einzelne Teile und da die einzelnen Bodyparts an sich halt auch einzeln hochgeladen werden, wird es wahrscheinlich in Ordnung sein. Weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Körperteile ungefähr, plus minus, und dann passt das schon. So, als nächstes möchte ich natürlich, dass das nicht ein einziges Objekt ist, das ich hochlade, sondern mehrere Objekte. Dafür gehe ich nochmal in den Edit Mode mit Tab, habe dann über das erste Körperteil, das ich separieren möchte, rüber, drücke L, um es auszuwählen, drücke P, um es zu separieren und klicke auf Selection, blub, und dann ist es separiert, dann klicke ich auf das nächste Körperteil, drücke L, P, Linksklick, auf das nächste raufklicken, L, P, Linksklick, auf das nächste raufklicken, L, P, Linksklick und so weiter, dann mache ich das nach und nach. LP Linksklick, LP Linksklick, bis ich halt alle einzelnen Körperteile separiert habe. Auch den Kopf nicht vergessen. Und jetzt haben wir hier alles einzeln. Das heißt, ich kann irgendwas auswählen, ziehe es rüber und ha, das ist schon mal gut. Wir müssen nur noch den Mirror Modifier jetzt überall applyen. Weil das hier sind ja immer noch zwei Sachen, die zusammenhängen. Also gehen wir auf jedes einzelne Ding rauf. Ihr könnt hier oben auf das Ding in der Scene Collection raufgehen. Ich denke, es sollte möglich sein, wenn ihr mit Shift alles auswählt, Alt gedrückt haltet und dann hier auf Apply geht. Das Problem ist, bei mir funktioniert das nicht. Irgendwie funktioniert Alt bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Taste anders belegt habe oder ob Blender das Feature entfernt hat, aber früher war das so, wenn ich Alt gedrückt habe, wurde alles applied, bei mir nicht. Wenn es bei euch auch nicht funktioniert, geht ihr einfach bei jedem einmal rauf, dann auf Apply oder ihr geht halt bei jedem rauf, hovert hier rüber und drückt STRG A, je nachdem, was für euch schneller geht. STRG A, Klick, 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 STRG A. Und sobald ihr diese ganzen Sachen hier applied habt, schlage ich euch vor, dass ihr die Sachen benennt. Einerseits den Kopf müsst ihr auf jeden Fall Head nennen, das ist wichtig bei Charakteren in Roblox. Ich schlage auch vor, dass wenn ihr so einen Oberkörper habt, dass ihr den Torso nennt, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mein Naming-Scheme wäre das hier, sind die Arme, dementsprechend sage ich hier einfach Upper Arm und bei dem anderen sage ich Lower Arm. Dann gehe ich noch auf den Homie rauf, sage Upper Leg, dann sage ich hier Front Upper Leg. Weil ich mehrere Beine habe, unterscheide ich hier zwischen Front und Back, also Front Upper Leg, Front Lower Leg. Und diese Benennung ist nicht unbedingt notwendig. Es hilft euch nur später, euch in Roblox dann auch besser zurechtzufinden, wenn ihr die Sachen umbenennt. Also Back Upper Leg, Back Lower Leg, Upper Tail und Lower Tail. Aber wir sind noch nicht fertig, weil die Sachen sind ja immer noch nicht getrennt voneinander. Das heißt, ihr geht jetzt wieder in alle Sachen, die hier so doppelt sind, rein, drückt Tab, wählt nur eine Sache mit L aus und drückt dann nochmal, am besten immer auf der gleichen Seite, P Selection. Geht mit Tab wieder raus auf das nächste, drückt wieder Tab. Linksklick, LP Selection, Tab, Linksklick, LP Selection und immer so weitermachen, bis ihr das überall gemacht habt. Und dann sollte es das für mich auch schon gewesen sein. Die sind jetzt hier alle separiert. Ne, der Upper Arm noch nicht. So, den haben wir jetzt auch und jetzt ist hier alles separiert. Links und rechts haben wir. Ihr könnt es theoretisch so lassen. Ich würde dann aber schon sagen, das hier ist auf der linken Seite, deswegen schreibe ich hier dahinter Left, weil es leichter geht, dahinter zu schreiben. Überall, wo 001 steht, schreibe ich stattdessen Left. Und wo nicht 001 steht, würde ich Right schreiben. Wenn wir das dann alles benannt haben, sollte es ungefähr so aussehen. Wir haben überall einzelne Bodyparts. Hier sind überall keine Modifier mehr drauf. Die sind alle schon applied. Wenn wir auf den Torso raufgehen, Tab drücken, dann sehen wir hier oben, dass er weniger als 10.000 Triangles hat. Dementsprechend sind wir damit auch glücklich. Und alles ist so benannt, damit man weiß, was es ist. Lower Arm Left, Lower Arm Right, Lower Leg Back Left und wie auch immer ihr das alles genannt habt, kann man alles erkennen. Benennung ist wie gesagt nicht so wichtig, aber es ist halt nützlich später und jetzt könnt ihr da theoretisch noch Materialien applyen und was nicht alles. Ich habe den hier zum Beispiel einfach mal lila gemacht. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wie ihr UV unwrapped und da Materialien macht und PBR und was nicht alles. Darum geht es heute nicht. Es geht eher darum, wie man einen Charakter in Roblox riggt und was ihr für einen Charakter riggt, das liegt ganz bei euch. Ihr könnt ihn selber gestalten, wie ihr wollt. Genauso viele Bodyparts und komische Physiologie haben, wie ihr wollt und der kann auch so aussehen, wie ihr wollt. Bei mir ist das hier jetzt einfach nur irgendwie ein Beispiel und ihr könnt ihn natürlich jetzt exportieren. Ich kann hier mit A einfach alles auswählen, gehe auf File, dann auf Export,
dann auf FBX. Wichtig ist, dass ich hier Selected Objects auswähle. Und normalerweise müsste man bei Scale sowas wie 0.01 reinschreiben, damit die Größe richtig ist. Ich mache es aber tatsächlich nicht per FBX. Ich habe mir so ein Plugin installiert, das Roblox zur Verfügung gestellt hat. Das heißt Upload to Roblox. Ich packe euch in die Videobeschreibung einfach meinen Link. Da steht drin, wie man das installiert und wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst es nicht so machen. Ihr wisst ja eigentlich inzwischen, wie man Sachen von Blender in Roblox reinzieht. Wenn nicht, dann guckt euch natürlich meine Videos an, die ihr eigentlich vorher schon gesehen haben solltet, weil das hier ist ja der zweite Part zum Character importieren. Ich müsste hier eigentlich nur auf Login drücken. Ich habe meine Anmeldedaten schon hinterlegt. Das heißt, der loggt sich dann ein mit meinem TestBossBoss-Account, weil ich das nicht auf meinem Main-Account haben möchte. Und klicke hier einfach nur auf Upload. Und der uploadet dann alles, was ich hier ausgewählt habe, als Packages. Das ist der Nachteil, das sind Packages, das heißt, man uploadet nicht die Meshes, aber hat auch den Vorteil, dass man Versionierung hat, so wie man halt möchte, ne? Da ich den ganzen Spaß schon geuploadet habe, sehen wir uns jetzt wieder in Roblox Studio. Und angekommen in Roblox Studio, könnt ihr natürlich jetzt oben über den Home-Tab Import 3D machen und dann eure FBX-Dateien importieren. Was ihr aber auch machen könntet, ihr könntet in der Toolbox oben auf Inventory gehen, wählt dann statt My Models My Packages aus und solltet dann hier all eure Körperteile, die ihr hochgeladen habt, mit dem Upload to Roblox Plugin sehen und könnt ihr dann alle importieren, indem ihr einfach überall einmal mit einem Linksklick raufklickt und ihr seht, die sind dann alle komisch platziert. Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, auf jedes einzelne so raufzuklicken, ich habe jetzt random geklickt. Diese Platzierung ist aber jetzt nicht wirklich das Problem, weil ihr wählt einfach alles aus, was ihr habt und seht dann hier unten in den Properties, dass die Position überall anders ist. Geht dann auf Position und gebt ein 0 und Enter. Bap, dann ist alles da, wo es sein sollte. Außer die Parts, die ich jetzt nicht importiert habe, weil ich nicht darauf geachtet habe, ob alles dabei war. Aber damit haben wir alles. Der nächste Nachteil ist, das sind Packages und wir wollen nicht, dass es Packages sind. Das heißt, ihr könnt jetzt oben in den Filter sowas eingeben wie Workspace, Punkt, Sternchen, Sternchen und dann ist Doppelpunkt Mesh. Part. Und dann seht ihr hier all eure Mesh-Parts in den Packages, klickt auf dieses Symbol oder Steuerung A, um alles auszuwählen und zieht die dann einfach in den Workspace rein. Dann meckert er rum, du hast deine Packages geändert und dann sagst du so, okay, habe ich gemacht. Ihr könnt den Filter wieder entfernen, indem ihr aufs X klickt, seht dann hier die ganzen Packages, die rumweinen, wählt die alle aus und löscht die, weil Packages kann man im Charakter nicht drin haben, das funktioniert einfach nicht. So, an dem Charakter müsst ihr natürlich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Einerseits wählt ihr alles aus, drückt Steuerung G, um es zu groupen als Model. Jetzt haben wir hier ein Model, bei dem Teil fehlt, nicht so schlimm. Andererseits brauchen wir natürlich ein Head, der Head heißt. Ich habe meinen Part hier schon Head genannt, dementsprechend haben wir das. Und wir brauchen noch einen Humanoid Root Part. Wir können diesen Torso als Humanoid Root Part nehmen. Es ist aber sinnvoller, wenn wir wirklich einen Part hinzufügen. Ich drücke deswegen bei dem Torso einfach mal Steuerung D, dann haben wir den zweimal. Ich benenne den Torso um in Humanoid Root Part. Er muss nicht so heißen, aber es ist sinnvoller, vor allem für einige Scripts, die damit vielleicht noch interagieren wollen, wenn er so heißt. Und dann muss es am besten auch ein Part sein und kein Mesh-Part. Dementsprechend wähle ich bei mir das Reclass-Plugin, das kann ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken, aus und wähle da aus, dass ich es in ein Part konvertieren möchte. Blub, jetzt ist es ein Part. Das ist natürlich ein bisschen zu groß, dementsprechend mache ich es kleiner, indem ich in den Properties bei Size einfach 1 und Enter drücke, dann haben wir hier so eins, genau in der Mitte, da wo es sein sollte. Und wir wählen aus, dass es die Transparency auf 1 hat und Can Collide auf True ist. Alle anderen Parts hier drin, alle Mesh Parts, da stellen wir am besten Can Collide auf False. Es schadet nicht, wenn man mit den Parts colliden kann, aber Humanoids haben ein paar Probleme, wenn einige Körperteile oder andere Parts des Charakters mit der Umgebung colliden, dann funktioniert der Character Movement Controller nicht mehr so gut. Um solche Fehler vorzubeugen, macht man am besten Can Collide bei all diesen Teilen aus. Genauso wie beim letzten Mal, als wir einen Charakter erstellt haben, müssen wir den Charakter jetzt riggen. Der ist ja an sich jetzt gut vorbereitet. Wir haben ja alles in einem Model drin, alle Körperteile, die wir brauchen. Und dementsprechend nehmen wir dann einfach das Util Rig Edit Plugin zur Hand, welches wir beim letzten Video schon besprochen haben. Um das richtig zu nutzen, klicke ich erst auf das Model, dann auf Plugins und auf Edit Rig. Und jetzt kann ich auswählen, dass ich erstmal das Humanoid Root Part mit dem Charakter verbinden will. Das heißt, ich gehe hier rein, halte Alt gedrückt, klicke auf das Humanoid Root Part, gehe raus, halte Alt und Shift gedrückt und klicke auf den Torso und dann klicke ich auf Create Joints. Das ist dann schon mal der Mittelpunkt, der ist jetzt verbunden. Den lassen wir so und als nächstes klicke ich irgendwo hin, halte Alt gedrückt, klicke auf den Torso. Wenn es nicht funktioniert, gehe ich nochmal ein bisschen näher ran. Ich versuche irgendwie den Torso zu bewegen. Manchmal hilft es auch, das Tool zu ändern, indem wir Steuerung und 1 oder 2 drückt, dann könnt ihr den Torso auswählen.
Dann halte ich wieder Steuerung und Alt gedrückt, klick auf das erste Part, das am Torso hängt. Ich kann an sich auf alle Parts klicken, die am Torso direkt dran hängen, aber nur die, die direkt mit dem Torso verbunden sein sollen. So, drück dann wieder auf Create Joints. Dann sind die gejoint und diese Joints müssen wir jetzt anpassen, dass sie genau da sind, wo das Gelenk sein sollte. Also das Ding beim Kopf ziehe ich hier an dem schwarzen Handle rüber. Wenn euch das nicht präzise genug ist hier und wenn ihr seht, dass ihr hier alle Sachen bewegt, dann klickt ihr erstens einmal irgendwo raus, klickt nochmal auf den Join, dann bewegt ihr nur noch den. Und ihr seht hier oben Step 1. Ich mache mal Punkt 1, damit wir ein bisschen präziser bewegen können. Dann ziehe ich den rüber und runter und das muss ungefähr da drin sein, wo sich der Kopf auch drehen soll, wenn wir ihn animieren. Also am besten in diesem Überschneidungspunkt von den einzelnen Elementen. Dasselbe machen wir jetzt hier mit dem Arm. Ich ziehe den rüber, ich ziehe den runter und ich ziehe den rein und so weiter. Die Mühe habe ich mir schon gemacht, deswegen werde ich das jetzt nicht wieder bis zum Ende zeigen, sondern gleich einfach zum fertig gerackten Typen springen. Und als letztes, wenn ihr diese ganzen ersten Parts verbunden habt, geht ihr natürlich mit Steuerung 1 wieder in diesen Auswahlmodus, haltet Alt gedrückt, klickt dann auf das nächste Ding und mit Alt Shift auf das nächste, das damit verbunden sein soll, und dann geht ihr wieder auf Create Joints und createt nun mal einen Join. Genau da, wo die Teile ineinander sein sollen. Am besten aus verschiedenen Perspektiven sehen. Dann seht ihr, was ihr falsch platziert habt. Und wenn es dann aus allen Perspektiven richtig aussieht, dann wird es auch richtig sein. Je präziser ihr dabei seid, desto besser sehen die Animationen am Ende auch aus. Und wenn hier vorne jetzt noch ein Gelenk dran wäre, wählt ihr natürlich wieder mit Steuerung 1, Alt, das Ding aus, dann das nächste, das da dran hängt und wieder Create Joints und so weiter. Und wenn ihr irgendwelche Sachen an dem Körper dranhängen haben wollt, die nicht animiert werden sollen, sondern einfach nur dranhängen, dann wählt ihr die natürlich zusammen aus und klickt auf Create Welts. Aber alles, was sich bewegen können soll, mit Create Joints. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr einfach rausklicken, das Plugin einfach schließen, indem ihr nochmal hier oben auf Plugin klickt und dann habt ihr euren Rig. Der Rig ist natürlich jetzt nicht ganz fertig. Wenn ich auf Run drücke, werdet ihr sehen, flupp, geht es ihm nicht so gut, weil ich nicht alles miteinander connected habe. Ein paar Sachen sind durchgefallen, die Sachen, die aber nicht durchgefallen sind, die hängen noch dran an ihm. Und der Humanoid Root Part hält natürlich alles zusammen, so wie es sein sollte. Damit der Charakter jetzt auch als Charakter stehen bleibt, müssen wir ihm auch sagen, dass es ein Charakter ist. Dafür gehen wir auf das Model, klicken auf das Plus und auf Humanoid, dann wird ein Humanoid hinzugefügt und in dem Humanoid könnt ihr jetzt theoretisch noch Sachen einstellen. Ihr könntet zum Beispiel sagen, dass das ein Rig-Type R15 ist, wobei der Rig-Type egal ist. Ihr macht nämlich euren eigenen Rig-Type. Ihr könnt einstellen, wie weit die HP angezeigt werden sollen, für wen der Name über dem Kopf angezeigt werden soll, für niemanden, nur für den Spieler an sich oder für jeden, der es anguckt. Was auf dem Display-Name stehen soll, entweder steht da Model, der Name von dem Ding, oder ihr schreibt da Monster direkt rein, dann wird das auch so übernommen, ohne dass das Model umbenannt wurde. Ihr könnt hier unten noch Sachen einstellen, wie Health, wie viel Health der hat, wie viel maximale Health der hat, wie hoch der klettern kann oder welche Schrägen der hochklettern kann, wie schnell er ist und so weiter und so fort. Könnt ihr alles einstellen. Wenn ihr euren Rig halbwegs korrekt aufgebaut habt, dann sollte er jetzt auch stehen bleiben, wenn ihr auf Run drückt. Vielleicht ein bisschen im Boden versinken, ein bisschen über dem Boden schweben, aber wir drücken mal auf Run und er steht jetzt nicht aufrecht, er slidet weg. Tschüss! Sie werden so schnell erwachsen. Diese Sache passen wir an, indem wir in den Humanoid reingehen und dann haben wir hier die Eigenschaft Hip Height, wenn ich sie finde. Würde. Ich finde sie nicht mal. Wenn man es nicht findet, geht man auf Filter und Hip Height. Ich finde es gerade nicht. Und Hip Height ist auf 0, das ist natürlich falsch. Die Hip Height ist, wie hoch die Mitte vom Humanoid Root Part vom Boden entfernt ist. Ich schätze einfach mal, weil ich es ja gestern schon gemacht habe, dass es 3.2 sind, waren es, glaube ich. Gehe dann nochmal auf Run und dann sollte er nicht mehr wegsliden, sondern jetzt tatsächlich hier stehen. Ihr könnt das ganze Ding natürlich anpassen, indem ihr nochmal während das Spiel runnt, auf Humanoid geht und dann die Hip-Height anpasst. Ihr könnt sie höher machen auf 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, es passt sich bei mir gerade gar nichts an. Wenn ich zu niedrig schalte, dann geht er aber runter. Achso, es hat sich nicht angepasst, weil ich nicht bestätigt habe mit Enter. So wäre 4, so wäre... Ne, so wäre 4, so wäre 5. Ihr seht, das ist zu hoch. 2 ist... Ah, vielleicht ist es sogar 2 Punkt irgendwas. Eins wäre zu niedrig, weil hier versinken jetzt schon Teile im Boden. Die Hip-Height muss halt stimmen, damit das Movement am Ende auch halbwegs smooth läuft. Aber wenn ihr die Körperteile auf Can't Collide Falls habt, außer den Humanoid Root Part, dann sollte es auch nicht so ein Problem sein in den meisten Fällen. Ihr seht, Hip-Height von 1 ist ein bisschen zu niedrig, er fängt an sich zu drehen. Wenn der Homie fertig gerickt ist, jetzt habe ich mal den übernommen, den ich in der Vorbereitung für das Tutorial gebastelt habe, sieht er ungefähr so aus. Wir haben unser Humanoid Root Part in der Mitte, wir haben den Head, wir haben einen Humanoid drin und die Hip-Height ist richtig eingestellt. Und dann geht es langsam an die Animationen. Wenn ihr wirklich sicher seid, dass der Charakter jetzt fertig gerickt ist, dass da keine Gliedmassen mehr hinzukommen oder wegkommen, dann könnt ihr es ans Animieren gehen. Darum ging es ja in diesem Video eigentlich. Dafür geht ihr oben auf Avatar, dann auf den Animation Editor, zieht ihn am besten hier unten in den Output rein, damit er nicht zu viel Platz wegnimmt. Klickt auf euren Charakter rauf und ihr seht, ich habe hier schon eine Animation drin. Wenn ich Play drücke, macht er das hier. Cool. Normalerweise würde er euch fragen, welche Animation ihr erstellen wollt. Dann gebt ihr hier einen Namen ein, zum Beispiel Idle.
ist eine Animation, die ihr an sich immer braucht. Ich habe die schon gemacht, die sieht bei mir so aus. Und ich schlage euch vor, gerade bei Animationen wie Idle, geht ihr hier auf das Plus, wählt dann aus Add All Body, damit einfach eine Animation für jedes Körperteil hinzugefügt wird. Dann macht ihr hier einen Rechtsklick hin und Add Keyframe hier, damit wir einfach so die Standardposition als Ausgangspunkt habt. Dann geht ihr ein bisschen vor im Animation Editor, wählt irgendein Körperteil aus und dreht das, wie ihr es haben wollt. Was auch immer ihr machen wollt, was auch immer ihr animieren wollt, könnt ihr jetzt drehen. Ihr solltet am besten nicht am Humanoid Root Part rumschrauben. Ihr solltet am besten nicht an eurem Torso rumschrauben, weil ihr seht, das zerstört die komplette Orientierung von eurem Charakter. Aber halt an den anderen Körperteilen könnt ihr rumschrauben, wie ihr wollt. Und wenn ihr das ja dann abspielt, dann habt ihr das hier schon mal. Und am Ende könnt ihr die Keyframes auswählen, indem ihr runtergeht. Dann werden tatsächlich alle ausgewählt. Drückt STRG C, geht an die Stelle, an der ihr die neuen Keyframes haben wollt, drückt STRG V. Und dann haben wir diese Animation. Geil. Und wenn ihr diese Animation geloopt haben wollt, klickt ihr hier auf dieses Symbol zum Loopen und dann habt ihr diese Animation. Geil. Wenn ihr zufrieden seid mit eurer Idle-Animation, diese Animation hier, die kommt jetzt weg. Ich lade einfach mal die richtige Idle-Animation, die ich gestern gemacht habe. Die sah nämlich so aus. Da habe ich so mit diesem Bein, dass er so klick macht. Dann geht ihr hier noch auf die drei Punkte, auf Set Animation Priority und wählt aus Idle für Idle. Und für alle anderen Animationen, zum Beispiel Movement, wenn ihr eine Laufanimation macht, dann wählt ihr Movement aus. Wenn ihr eine Sprunganimation macht, wählt ihr Movement aus. Und wenn ihr dann noch Kampfanimationen machen wollt, wie Zuschlagen oder so, dann wählt ihr dafür aus Action, Action 2, Action 3, Action 4. Je tiefer es ist, desto höher ist die Priorität. Das bedeutet, je höher die Priorität ist, desto eher überschreibt diese Animation die anderen Animationen, die gerade abgespielt werden. Dass die Priorität einfach stimmt, ist wichtig. Dann am Ende natürlich nicht vergessen, Save As auszuwählen. Wenn ihr es noch nicht habt, dann wählt ihr New und gebt den Namen. Ich habe hier schon Walk, Free Fall, Automatic Save, Idle und Jump. Automatic Save habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und die Animation, die ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Walk-Animation. Die sollte sich auf jeden Fall loopen. Die sieht bei mir so aus. Ich habe mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben bei den Animationen. Es geht ja nur darum zu zeigen, dass es geht. Eine Jump-Animation, die soll aber nur das Abspringen zeigen. Also so soll die aussehen und die loopt sich nicht. Weil die Jump-Animation wird für pro Jump ja nur einmal abgespielt. Dann eine Freefall-Animation, die direkt nach dem Jump kommt. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe die ersten Keyframes hier, die letzten Keyframes von Jump habe ich genommen, habe sie hier reingepastet in Freefall und trotzdem ist die Körperhaltung anders und ich weiß nicht warum. Ich meine, wir gehen jetzt nochmal in Jump rein und sehen dann, na gut, jetzt sind wir nicht an diesem Punkt, aber egal. Aber wenn ihr eure ganzen Animationen fertig habt, ihr könnt hier auf die drei Punkte gehen und neue Animationen erstellen. Ihr könnt hier eure Animationen speichern, ihr könnt die gespeicherten Animationen laden, das ist alles wichtig. Dann publisht ihr die Animation zu Roblox, das heißt, ihr geht auf Publish to Roblox, hier wäre es jetzt Jump. Dann gebt ihr hier den Namen ein, ich habe Monster Jump geschrieben, aber ich habe meine ja schon gemacht, das heißt, ich gehe auf Override an Existing Asset, wenn ich sie überschreibe. Möchte und dann gehe ich nochmal hier rauf und sage dann, ja, ich möchte Jump überschreiben, Submit und am Ende, wenn das geuploadet ist, steht hier die ID und die könnt ihr euch kopieren, indem ihr hier auf dieses Symbol raufklickt, da steht ID copied und diese ID braucht ihr dann, weil jetzt geht's endlich ans Scripten. Im Ordner Starter Player, lol, meine Hose ist gerade runtergerutscht. Ich nehme ab, Leute. Also im Ordner Starter Player habt ihr den Ordner Startup Character Scripts und da fügt ihr ein Local Script hinzu, also hier aufs Plus Local Script und nennt das Local Script dann Animate, so wie ich das gemacht habe. Und hier drin habe ich ein paar Animations hinzugefügt, indem ich auf Plus und Animation gegangen bin. Dann geht ihr nochmal auf diese Animation. Wenn ihr hier oben noch was im Filter stehen habt, dann löscht ihr das raus. Geht auf Animation ID und mit STRG V könnt ihr dann die ID reinpasten, drückt Enter. Und dann wird es in eine Roblox Asset ID umgewandelt. Benennt die dann am besten noch um. Das war eine Jump-Animation, das heißt, ich nenne sie Jump. Das habe ich aber schon gemacht. Ihr seht hier alle meine Animationen, die sind schon drin. Und falls ihr ein Kanalmitglied hier 2 seid, welches jetzt einfach nur den fertigen Charakter von mir runtergeladen hat, warum auch immer ihr diesen Charakter hier haben wollen würdet, dann werden diese Animationen für euch natürlich nicht funktionieren, weil Animationen können immer nur genutzt werden von dem Eigentümer, der sie auch hochgeladen hat. Das heißt, ihr müsstet dann natürlich wieder in den Animation Editor gehen, diese Animation laden, die lasse ich natürlich extra in dem Charakter drin und sie dann selber mit Publish to Roblox auf Roblox hochladen und dann selbst die neuen IDs hier reinpasten. Bevor wir uns jetzt aber an das Animate-Script ranbegeben, wollen wir erstmal gucken, ob der Charakter funktioniert. Ihr seht schon, im Starter-Player-Script habe ich ein Model namens Starter-Player drin. Und genauso müsst ihr euren Charakter auch nennen, wenn ihr ihn testen wollt. Ihr benennt ihn einfach um in Starter-Character. Zieht ihn rein in Starter-Player. Den alten lösche ich jetzt mal. So. Und wenn ihr dann ins Spiel reingeht, dann ladet ihr auch mit diesem Charakter rein. Im Optimalfall sieht es dann einfach so aus, dass ihr rumslidet, die Füße möglichst auf dem Boden sind, nicht im Boden versinken und nicht über dem Boden rüberschweben. Wenn ihr da noch Probleme habt, dann passt einfach die Hip-Height an vom Humanoid. Wenn ihr euch bewegen könnt und springen könnt, dann ist es optimal. Dann funktioniert euer Charakter und dann fehlen nur noch die Animationen, weil so ist das ja echt ziemlich lame. Und jetzt kommen wir endlich an das Animate-Script.
Und das Animate-Script, das haben wir ja schon in Starter-Character-Scripts reingepackt, aber noch nichts reingeschrieben. Das habe ich sehr simpel gemacht. Ich wollte euch erst zeigen, wie man dieses richtige Animate-Script von einem richtigen Roblox-Character übernimmt und mit euren Animationen anpasst, aber das wäre zu kompliziert, weil ihr könntet ja jeden Charakter machen. Und dementsprechend zeige ich euch einfach so das Simpelste, was man machen kann, was hoffentlich für die meisten von euch funktioniert. Zuerst braucht man natürlich den Charakter, das ist script.parent, weil alles, was in Starter-Character-Scripts drin ist, wird in euren Charakter reingepackt. Dann den Humanoid und den Animator. Da schlage ich euch auch vor, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob der automatisch hinzugefügt wird, aber ich denke schon, dass ihr in euren Humanoid über das Plus noch einen Animator hinzufügt. Aber ich glaube, das macht Roblox auch automatisch. Dann gibt es eine Variable, die ich speichere, namens Current Speed. Die ist sinnvoll, damit die Animationen in der richtigen Geschwindigkeit abgespielt werden, weil ihr wollt ja, wenn ihr schneller lauft, nicht genauso die langsame Animation haben, sondern eine schnellere Animation. Gerade für Handyspiele, Controller-Spiele oder Spiele, wo man unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, sinnvoll. Und müsst eure ganzen Animationen laden. Das habe ich ziemlich simpel gemacht. Der Walk-Track ist gleich Animator, Doppelpunkt Load Animation und dann Script, Doppelpunkt Wait for Child Walk, weil wir haben ja in unserem Script, wichtig, die ganzen Animationen hier drin. So, eigentlich dieses Local-Script, so. Dasselbe für einen Idle-Track, Jump-Track und Freefall-Track. Die vier Animationen, die ich gemacht habe. Ihr könnt natürlich mehr Animationen hinzufügen, aber das sind halt so die Animationen, die man wirklich für normales Character-Movement braucht. Alles weitere, wenn euer Charakter schwimmen soll, dann müsst ihr ihm noch eine Schwimmanimation hinzufügen. Wenn euer Charakter angreifen soll mit einer Taste, müsst ihr ihm natürlich noch eine Attack-Animation geben und so weiter. Dann schreiben wir eine Funktion namens StopAnimations. Die loopt einfach durch alle Animationen durch, die gerade im Animator abspielen und stoppt sie. Die ist ganz handy für das, was wir gleich machen. Aber bevor wir uns um die ganz normalen Animationen kümmern, kümmern wir uns um das Wichtigste, und zwar um die Laufanimation. Und zwar indem wir schreiben humanoid.runningConnect Function, und diese Function gibt uns einen Speed, das ist die Geschwindigkeit vom Charakter, und diese Geschwindigkeit, die speichern wir uns ab, aber nicht so extrem, sondern ein bisschen abgeschwächt. Current Speed ist gleich Speed mal 0,1. Je nachdem, wie ihr eure Laufanimation gestaltet habt und wie groß euer Charakter ist, müsst ihr hier vielleicht einen anderen Wert nehmen. Vielleicht 0,2, vielleicht 0,5, vielleicht sogar 0,05. Das müsst ihr dann selber mal ausprobieren. Ich werde euch gleich zeigen, was für einen Einfluss das hat, weil wenn der Speed größer ist als 0, dann bewegen wir uns. Wenn wir uns bewegen, dann wollen wir natürlich nicht, dass unsere Idle-Animation abläuft. Idle bedeutet untätig. Das ist die Animation, die einfach immer dann spielt, wenn man nichts macht. Einfach ein Charakter, wie er rumsteht und wartet, weil sonst sieht er ja leblos aus. Und diese Idle-Animation, die stoppen wir dann, falls sie gerade spielt. Wenn unsere Laufanimation noch nicht spielt, dann spielen wir natürlich die Laufanimation ab, und zwar mit der aktuellen Geschwindigkeit. Wir können hier theoretisch noch eine Fade-Time und Rate reinmachen, aber ist egal. Vielleicht wären eine Fade-Time und ein Rate ein bisschen sinnvoller bei der Jump-Animation, habe ich jetzt gar nicht ausprobiert, das müsst ihr für euch selber ausprobieren. Wenn die Walk-Animation jedoch läuft, dafür schreiben wir else, dann passen wir nur die Geschwindigkeit an, weil dann hat sich wahrscheinlich hier auch die Geschwindigkeit angepasst. Dann sagen wir Walk-Track adjust speed current speed, damit die Laufgeschwindigkeit immer gut aussieht, also die Animation fürs Laufen einfach gut aussieht. Und dann schreiben wir hier unten natürlich auch noch else, also wenn Speed kleiner oder gleich 0 ist, dann stoppen wir die Laufanimation. Also wenn die Laufanimation läuft, dann stoppen wir sie und dann spielen wir unsere Idle-Animation ab. Am Ende sagen wir natürlich noch hier unten Idle-Animation Play, damit die immer standardmäßig spielt. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wir drücken auf Play. Und sollten jetzt theoretisch hier drin sein und unsere Idle-Animation sehen, dann sehen wir viel belebter aus, weil die Idle-Animation endlich läuft. Wenn ich laufe, fängt er an zu laufen, das ist sehr gut, und es sieht auch bei mir richtig aus. Wenn ich jetzt jedoch zum Beispiel nicht 0,1, sondern 0,5 haben würde, dann würde die Animation wahrscheinlich zu schnell abgespielt werden. Das sieht dann ungefähr so aus. Und wenn es zu schnell ist, müsst ihr es niedriger stellen. 0,1 war halt der Wert, den ich gemacht habe, und der hat bei mir instant funktioniert. Ich mache jetzt mal 0,05, wenn es für euch immer noch zu schnell wäre. Und dann sieht es so aus. Und na, man slidet schon ein bisschen. Man slidet. Da ist man zu langsam mit 0,05. Ihr müsst immer darauf achten, ob eure Füße auf dem Boden sliden. Die sliden bei mir garantiert auf dem Boden, weil die Laufanimation nicht mal sinnvoll animiert ist. Aber das sieht auf jeden Fall schon ein bisschen glaubhafter aus. Aber ich bin halt einfach zu schnell. Also 0,08. Einfach mal gucken, was am besten funktioniert. Und bop, 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 bop. Oh, das sieht sogar ganz gut aus. Guckt euch das mal an. Nur dieser Fuß slidet, ne? Aber sonst slidet gar nicht. Doch, die sliden schon. Doch, wir sliden schon. Aber ist okay. Ich lasse es einfach mal bei 0...
Punkt 1, weil es bei mir zufälligerweise ganz gut passt. Und wir brauchen natürlich jetzt noch Animationen fürs Springen, Animationen fürs Fallen und wenn ihr wollt, natürlich auch Animationen fürs Schwimmen und so. Und um festzustellen, ob ein Charakter jetzt springt, gibt es ein weiteres Event und zwar Humanoid.StateChanged. Und daran connecten wir eine Funktion, die uns den alten State und den neuen State nennt. Und immer wenn der State changed, sagen wir Stop Animations. Dann werden alle Animationen gestoppt, weil wir jetzt die nächste Animation abspielen. Und wir wollen nicht, dass mehrere Animationen sich überschneiden. Das sieht nämlich komisch aus. Jetzt sagen wir, wenn die neue Animation enum.humanoidStateTypeJumping ist, dann spielen wir natürlich die Jumping-Animation ab. Das heißt, wir sagen hier JumpTrack, Doppelpunkt Play, Nil, Nil. Und dann Current Speed oder 1, weil Current Speed könnte theoretisch nil sein, wenn der Charakter noch nie gelaufen hat. Ich will es aber nicht standardmäßig auf 1 packen, weil ich einfach nicht weiß, wie es aussehen soll. Also machen wir es so. Sobald die Jumping-Animation vorbei ist, dann wollen wir sie auf jeden Fall stoppen, damit der Charakter nicht in dieser Jump-Animation am Ende hängen bleibt. Dementsprechend schreibe ich hier JumpTrack.ended, Doppelpunkt Once. Once connected eine Funktion nur einmalig an ein Event und danach nie wieder. If not JumpTrack is playing, then return end. Und falls er doch spielt, dann JumpTrack stop. Nur um sicher zu gehen. Normalerweise sollte es sowieso nicht mehr passieren, aber man will ja einfach nur auf Nummer sicher gehen. So, aber es gibt nicht nur Jumping, sondern es gibt auch else if new ist gleich humanoid state type Punkt freefall. Wenn wir in den freien Fall übergehen, dann spielen wir einfach den freefall Track ab und der kann immer die gleiche Geschwindigkeit haben, weil wir fallen immer in der gleichen Geschwindigkeit. Da müssen wir nicht schneller zappeln, nur weil wir schneller sind, theoretisch. Und dasselbe machen wir dann auch noch mit dem Running. Warum machen wir das eigentlich hier mit Running auch noch, obwohl wir da oben schon Running haben? Keine Ahnung, ich habe einfach festgestellt, dass es nicht immer so gut funktioniert. Dementsprechend habe ich einfach das hier bei mir ergänzt. Dann natürlich Walk Track Play. Liegt vielleicht daran, dass ich alle Animationen stoppe. Aber so gehen wir halbwegs sicher, dass es am Ende wieder funktioniert. Wir könnten theoretisch hier Fade Time Punkt 2 eingeben, damit das nicht... Ich möchte einfach mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn wir hier eine Fade Time von Punkt 2 reinpacken. Aber da alle Animationen vorher gestoppt werden, macht es, glaube ich, gar keinen Unterschied. Ich guck mal, wir laufen jetzt, wir springen und pupp. Ah, ihr seht hier, das liegt aber an meinen Animationen, dass der die Arme da nicht richtig hochnimmt. Ich glaube, es liegt daran, dass die Arme am Ende... Ich bin mir gar nicht sicher, woran es genau liegt. Vielleicht liegt es auch an der Priority und ich hätte die Priority von Jump höher stellen müssen. Das kann auch sein. Aber wir haben auf jeden Fall eine Jump-Animation, wir haben eine Fall-Animation, wir haben eine Lauf-Animation und wir können noch so viele Animationen hinzufügen, wie wir wollen. Das hier ist ein ziemlich simples Setup und ihr könnt hier so viele Sachen hinzufügen. Ihr könnt am Ende wieder sagen, else if new ist gleich enum.humanoidStateType und Punkt drücken. Und dann seht ihr, es gibt hier natürlich noch Fälle für Flying. Flying ist sinnlos, das bringt euch nichts. Aber Landed bringt euch auch nicht wirklich was, weil das ist nur super kurz. Aber Seated, ihr könnt ihm eine Sitzanimation geben, wenn er sich auf einen Stuhl setzt. Ihr könnt ihm eine Schwimmanimation geben. Eine Dead-Animation gibt es nicht. Physics, dafür gibt es auch keine Animation. Aber eine Climbing-Animation könnt ihr hinzufügen. Eine Getting-Up-Animation habe ich noch nie gesehen, aber man kann es ja mal ausprobieren, ob das was bringt. Wenn ein Charakter gerade geragdollt ist und dann wieder aufsteht, dass man ihm dafür eine Animation gibt. Die hier unten sind auch nicht wirklich wichtig. Aber dafür könnt ihr Animationen hinzufügen und genauso könnt ihr natürlich auch noch weitere Sachen machen, wie zum Beispiel, ihr könnt hier einen User-Input-Service nehmen, dann sagen, jo, wenn der Charakter E drückt, dann gibt es eine Schlaganimation und wenn er während der Schlaganimation jemanden trifft, dann kriegt er Schaden. Das kann man alles machen, aber das liegt ganz bei euch. Das Letzte, was ich machen möchte, ist den Charakter nochmal ein bisschen anpassen. Ich habe zum Beispiel hier einfach mal die Farben rausgenommen aus den Mesh-Parts. Also man geht aufs Mesh-Part, dann sieht man hier Texture-ID und die Texture-ID habe ich einfach gelöscht. Und dann habe ich die Farben selbst angepasst, das Material von allen Sachen selbst angepasst. In meinem Fall auf Corroded Metal und auf so ein dunkles Grün und dann sieht es so aus. Und dann sieht es nochmal so ein bisschen bedrohlicher aus. Es sieht einfach nochmal ein bisschen cooler aus. Es lohnt sich halt, sich viel Zeit in den Charakter an sich reinzustecken, vielleicht das Ganze auch noch in Blender zu machen, damit man da einfach wirklich mehr mitmachen kann. Aber dann haben wir diesen Charakter hier, der ist ganz cool so. Und wenn ihr diesen Charakter hier herunterladen wollt, warum auch immer, wie gesagt, ich weiß nicht, warum man den runterladen wollen würde, ich habe hier jetzt echt nicht viel gemacht, dann werdet Kanalmitglied hier 2 oder höher. In der Videobeschreibung ist immer ein Link, wo man dann über meinen Discord-Server Sachen runterladen kann aus den Tutorials. Man sieht auch meine Tutorials ein bisschen früher, also dann, wenn ich sie fertig habe. Die sind ja normalerweise so etwa einen Monat vorproduziert, weil ich sonst sterben würde, wenn ich die jede Woche produzieren würde. Das war's aber mit dem Video. Lasst gerne ein Like da. Bis dann und ciao!